Hallo, wir sind Olaf und Dirk und wir sind heute wieder vor einem Banner. In Hamburg, mitten in der Nacht. Schön sieht's aus diesmal, oder? Wir haben ein bisschen was am Set getan. Ja, immer noch on the road aus Hamburg, aber voll im Netz. Und Und hast haben du dich wieder ordentlich gemacht? was zugeliefert bekommen. Also die straffe Giraffe 69 hat wieder auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Job gemacht und hat dir viele Sachen vorbereitet und wir hatten es ja letztes Mal. Sven Winter, der Ugly Game Face Gott, und du hast angekündigt, es gibt da so eine gewisse Gruppe. Team minus Hans heißt die, weil Hans natürlich nicht digital. Er hat kein WhatsApp. Das ist So, ein ja. recht analoger Mensch Ja. und er hat dieses Foto, glaube ich, trotzdem schon mal gesehen. Ja. Ja. Und wird es wahrscheinlich auch ähnlich. Und es ist wirklich, es ist der GOAT des Ugly Game Face. Wir werden es nicht mehr schaffen. Nee. Schnallt euch an, meine lieben Festhalten, Freunde wirklich da jetzt alle, die draußen. jetzt alle, die zu, ihr müsst euch festhalten, ihr müsst euch hinsetzen, ihr müsst irgendwie eine Rückenlehne haben oder so, weil ihr 3, fallt um. 2, 1. Da stimmt einfach alles. Wer ist schon Benjamin David Ponywatz, der allerechte Trikotzerreißer? Vor allen Dingen auch neongrüne Hose. Orangenes Trikot, das musste man damals so tragen. Dann natürlich, ey, alles im Gesicht. Ist fast eher ein Modelblick, er ist noch nicht mal sauer. Das ist ein absoluter Traum. Ich habe mich schon so viele Minuten und Stunden über dieses Bild lustig gemacht und ich kann es immer noch nicht fassen. Wir werden es nicht mehr schlagen können, vermutlich. Aber Nee, das Sven, Spiel ist abgepfiffen. bleibt da dran, ne? Schulter auskurieren und dann wieder mal für ein paar neue Fotos sorgen. Ich habe aber, mach dir da gar keinen Stress, ich habe noch viel anderes, belastendes Material von Sven Winter. Wir Also, kommen durch den Sommer ja, durch auf aber jeden Fall. ganz, Selbst wenn ganz die locker. Spielerschaft hier gar nichts mehr postet, das kriegen Ja. wir auf jeden Fall hin. Es geht weiter mit einem kleinen Eintrag, der getauft wurde. Wenn Olaf nach dem Spiel Ernie begegnet, ja, du hast gegen Daniel verloren, da sind wir inzwischen angekommen. Das ist tatsächlich tragisch, muss man Da sagen. unten bin ich angekommen, Und dazu haben wir folgendes Bild genommen. Ist das das, wo Umberto dir auch da dieses T-Shirt von gemacht hat? Dieses Halkenhorst-Ding? ja. Glaub schon. Ja. Das war damals in Essen beim Heimturnier. Da fake ich, das Geile ist, das war Matchball gegen Dollinger Windscheif, glaube ich, und ich fake, ich glaube, es ist nur fake, ich schreie Emotionen raus, obwohl ich weiß, dass ich Tusch bin und wahrscheinlich den Punkt nicht kriege. Das ist die Story zu dem Bild. Das ist schon ein bisschen unangenehm, ja. Und dann hatten wir ja letztes Mal noch Joni Erdmann am Start, als du schon meintest, so hoffentlich mault der jetzt mal richtig mit seinem Stand-up-Paddleboard. Ja, hat er nicht gemacht. Wir haben jemanden gefunden, der sich richtig gemault hat und der hat eventuell vor 2 Tagen mit uns hier so ein richtig schönes Magazin aufgenommen. Clemens Wickler. Oh. Eigentlich ja das Bewegungstalent vom Herrn, hier zusammen mit Max Jonas, mit Herrn Kaper und nur der Caption Sub-Tandem, also Stand-up-Paddle-Tandem, setzt sich, glaube ich, nicht durch. Nicht zanken, Jungs. Nicht zanken. Richtig schön aufs Maul gelegt. Aber ich glaube, das geht ein bisschen besser aus als Ja, in im meinem Wasser Fall ist auf jeden Fall tatsächlich. mehr zu empfehlen als bei dir, ja. Ja. El Galactico hat auch ein schönes Bild besorgt. Wobei, da würde ich halt nicht sagen, das ist schon wieder. Nee, er sieht zu gut Freaky, aus. Er sieht. aber. Nee, funktioniert nicht. Mhm. Es ist es nicht. Für seine Verhältnisse schon eher ugly, das stimmt. Aber. Nee. Das nächste fand ich auch herrlich. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man doch, warum sie in den Sand gegangen ist. Und wir reden von unserer liebsten Christbaumkugel, die wir auf der German Beach Tour haben. In Gold hat sie ihrem Boyfriend Robin Sover zugeschaut, wie er sich hier den Sieg bei der German Beach Tour geholt hat. Zieh dir mal dieses Bild rein. Feldzuspiel Richtung 4, oder was? Feldzuspiel. Wo die Hände hinzeigen. Sieht auch wieder richtig crazy einfach alles aus. Einfach. Oh Das ist, Gott. glaube ich, diese Bogenspannung, von der immer alle Ja, reden. und auch ganz wichtiges: rotes Trikot, pinke Knieschoner. Und hoffentlich werden wir nicht verklagt dafür. Obwohl, steht ja hier, ne? Wenn es hier steht, dann wird man nicht verklagt, glaube ich. Boah, fürs weiß ich Foto. nicht, ey. Du Ja. zahlst Ist die Conny? Rechnung diesmal selber. Nee, ist nicht Conny. Können wir diesmal machen. Ja, und Thema Ausraster mit dem Trikot. Wie gesagt, angekündigt, die Ponys. Wir hatten auch schon so ein bisschen über die Interviewfähigkeiten eines Julius Brink geredet und wir haben ein altes Video gefunden, was die Ponys 2020 gepostet haben. So eine kleine Highlight-Compilation von Julius' Fragen und den Antworten der Ponys. Auch da einfach zurücklehnen und genießen. Uns ist das scheißegal, wir gehen auf den Court, wann wir angesetzt werden und dann machen wir das Spiel und entweder es klappt oder es klappt nicht. Seid ihr wir nicht? arbeiten ja, Julius, ne? Wir trainieren eigentlich immer abends. Okay, ja, aber ihr könntet natürlich auch vor der Arbeit trainieren, bei den Bedingungen. Ich starte um 8, wieso früh soll ich da doch aufstehen? Frage vorweg, was meint ihr, wie viel Liter habt ihr tatsächlich heute verloren, also Flüssigkeit? Hast du es mal irgendwie so mal gemessen? Oder? Wie soll ich das denn messen, Julius? Keine Ahnung, wäre Becher mal pissen. Interessant zu wissen auf jeden Fall. Kennern ist vielleicht aufgefallen, dass wir uns im Block abgewechselt haben. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu gestern war es deutlich angenehmer irgendwie. Anscheinend gewöhnt man sich dran.
Deswegen war es eigentlich ganz okay. Ein kleiner Vorgeschmack. Und er kann noch viel, viel mehr, der Mann am Mikrofon, Julius Brink. Mit den Ponys kannst du sowas halt auch nicht machen, dann wirst du abgewatscht, ne? Lassen dich eiskalt auflaufen. Es gibt Spieler, die antworten dann brauchbar. Und es gibt halt Spieler wie die Ponys, die machen das dann halt nicht. Wir hatten wirklich richtig geile Fotos am Wochenende, muss man sagen. Also Kuss geht raus an Justus, der im Start war. Leo Hauschild, der Lokalmatador, der lange um seine Wildcard gekämpft hat. Der hat das hier geschafft. Wie geht das denn? Welche Spielsituation ist das? Das frage ich mich wirklich auch. Sieht aus wie Breakdance. Mark Eggers hier. Mark Eggers, Mönckebergstraße. 2.0. Und dann jetzt bitte, also das ist fast meine Lieblingsrubrik. Wir hatten zwei richtig glorreiche Auszeiten. Wir starten natürlich mit den Wölfen. Komm, ganz schnell. Eine Sekunde zum Ballwechsel zu kommunizieren. Mund halten, nächster Ball. Aber du musst schon. Peter, Mund halten, nächster Ball. Ist es jetzt damit abgeschlossen? Trotzdem weiter. Peter, ist doch alles. Spiel doch einfach weiter jetzt. Kannst du trotzdem die Mitte ansagen, wenn der von der anderen Seite aufschlägt? Das ist doch nur das, was ich gewollt habe. Mehr nicht. Ist doch alles in Ordnung. Du brauchst nicht so durchdrehen dann. Der Blick. Und erstmal eine schöne Kaufe. Wir sind gut im Game. Auf. Break drauf und dann läuft's. Auf geht's, komm. Ob das ein guter Satz war, Mensch. Ein, zwei machen wir noch und dann sind wir wieder vorne. Wie kann man das denn bitte nicht lieben? Es ist abgeschlossen. Es ist hiermit abgeschlossen. Und dann der hier mit der Cola-Dose. Und Peter mit der guten alten Weisheit. Georg, ist es alles gut, solange ein wir drauf noch. Einen drauf noch. Einen drauf noch und dann sind wir, machen wir noch zwei und dann sind wir wieder drei vorne. Ist doch klar. Die beiden sind wirklich der Hammer. Und Milan Sievers, auch, finde ich, ein Philosoph der deutschen Beachvolleyball-Neuzeit. Ja, ja. Hatte auch eine, der hat Beachvolleyball neu durchdacht, habe ich das Gefühl, in dieser Auszeit. Halt so auf der Grenze, wenn er fällt, ist er drinne, wenn er nicht fällt, geht er aus. Das ist mein... Meistens so, Milan, wenn er fällt, ist er drin, wenn er nicht fällt, ist er aus. Guter Konter, ausnahmsweise mal von Martin, muss man sagen, hat er sehr, sehr gut gemacht. Hat so Markus Pop-esk, ne? Ja. Stehen sie kurz, machst du lang, stehen sie... Das ist für mich eine der... Sowas habe ich vielleicht ein, zwei Mal. Also Top 3 der dummen Ansagen in den Auszeiten oder Zusammenfassung ist das wirklich. Sorry, Milan, aber das ist... Wirklich sehr gut. Und hier, oh Gott. Vom Folgenden möchte ich mich distanzieren. Hier steht irgendwo, ja, hier Zug hat keine Bremsen, ist vielleicht noch ein kleines bisschen too soon. Aber Rudi Schneider hat im Spielerbereich, als es ein bisschen geregnet hat, eine sehr, sehr gute Figur abgegeben. Lastwagenfahrer. Rudi, was machen Sachen so? Was? Boah, und dank unseres Brillenpartners hatten wir wirklich viele schnelle Brillen am Start. Aber keiner war schneller als dieser Mann. Man erkennt ihn fast gar nicht. Erik Röhrs. Ich glaube, das ist eine Leo Hauschild-Spezialbrille. Die gehört, glaube ich, tatsächlich ihm. Wenn die Hallenvolleyballer im Sommer nichts zu tun haben und zum Beachvolleyball kommen, dann ist alles vorbei, wirklich, ey. Dann wird es schwierig, weil der Mann war mit der allerechten Malle-Gang am Start. Und es sind ja noch nicht mal alle. Ich meine, Igor Bogatschew, Paul Henning natürlich wieder beautiful unterwegs, Erik Röhrs, Dicke Liga, ja? Die Legende. Und natürlich Ruben Schott hat eine richtig gute Zeit. Ihn kenne ich wirklich nicht, muss ich mir sagen. Also, aber. Nathalie sagt gerade aus dem Off. Wer ist das? Du dachtest, es ist der Bruder von. Und jetzt kommt das große Rätselraten. Von wem ist das der Bruder, Dirk? Weiß ich nicht. Du musst jetzt tippen. Ich weiß es nicht. Ich werde es nicht auflösen. Weiß ich nicht. Der war nicht dabei. Schneidet er eh raus. Jordi, lass drin. Jetzt sag einen Tipp. Ich weiß es nicht. Jetzt sag. Viel Spaß, das zusammenzuschneiden, Jordi. Das wird schwer. Also ich sehe irgendeine Resemblance, aber ich check's gerade nicht. Okay. Jetzt wird's jeder sehen. Na jetzt sag. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Mach jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich das ganze Wochenende, ich habe mit den Jungs 20.000 Getränke getrunken. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe diesen Punkt verpasst, wo ich fragen konnte, wer er ist. Und ich habe das ganze Wochenende mir die Frage gestellt in der Hoffnung, du klärst jetzt auf, ich habe keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wir müssen es wissen. Ich habe nur den Punkt verpasst. Boah, Alter. Aktenzeichen XY. Ich habe es dir am Wochenende wirklich 20 Mal gefragt. Ich dachte, wie löst du es auf? Du tust die ganze Zeit so, als würdest du ihn kennen und ich wusste nicht, wer es ist. Ganz deprimierend. Oh Gott, ey. Na ja, gut, Jordi, viel Spaß auf jeden Fall. Und euch, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser 30-Minuten-Episode von Voll im Netz.
Ihr könnt uns gerne ein bisschen supporten, hier die Qualität hochzuhalten bei diesem Format. Das passiert, wenn man da reinslidet, nicht in meine DMs, sondern hier mal richtig schöne Nachricht sendet und der Clara mal ein bisschen Support gibt. Im Discord gibt es auch einen Bereich, also im Discord könnt ihr auch Content streuen. Und ja, dann würde ich uns mal nächste Woche mal wiedersehen bei diesem Format. Dann sind wir wahrscheinlich in Bremen. In Bremen, aber auch wieder voll im Netz. Vermutlich.